Bettlerkönig Edelmann, Karneval für jedermann. Unter diesem Motto fand in diesem Jahr der Rosenmontagsumzug in Gelsenkirchen-Herle statt. Rund 120.000 Narren und Närrinnen begleiteten den Umzug und verwandelten die Kranger Straße in eine bunte Partymeile. Wagen und Fußgruppen bildeten einen rund 2,5 Kilometer langen Rosenmontagszug und sorgten bei strahlendem Sonnenschein für eine super Karnevalsstimmung. Thank you.
das waren dann die Bilder vom Umzug. Tolles Wetter, super Stimmung und auch die Polizei zog eine positive Bilanz. Bis 18.30 Uhr wurden 3 Personen in Gewahrsam genommen, 18 Platzverweise ausgesprochen und 7 Strafanzeigen gefertigt. Alle Straftaten resultierten aus dem übermäßigen Alkoholgenuss der Besucher. Insgesamt waren aber weniger Straftaten als im Vorjahr zu verzeichnen.